du bist eine genussvolle Skifahrerin und fährst gerne mal sportliche Kurven, dann kommst du mit dem Head Super Shape Real Joy genau auf deine Kosten. Er deckt ein sehr weites Spektrum ab, egal ob als Einsteigerin oder als sportliche Runnerin. Ich trinke jetzt meinen Cappuccino da und dann teste meinen Ski. Mit den tollen Bildern darf ich euch herzlich willkommen heißen am Pitztaler Gletscher. Wir haben super Bedingungen, den letzten Tag hat es ein bisschen einen Neuschnee gegeben, heute ist die Sonne rausgekommen und ich darf heute für euch den Lady Genusskafer von Head testen. Ich habe heute schon ganz tolle Fahrten allein gehabt und mit dem Nick. Der Nick testet nämlich heute auch einen Head-Ski und da haben wir schon ein paar gemeinsame Fahrten gemacht. Wir reden jetzt erst einmal über die Fakten des Skis und später kommen wir dann zum Fazit und zu der Beurteilung. Der Ski hat eine Mittelbreite von 73 mm und ist ein Lady Genusskafer. In dem Ski ist eine Kombination verbaut worden von den leichtesten und von den schwersten Materialien. Das heißt, dadurch ist er stabiler, schneller und leichter. Die Verwendung von Karuba-Holz, Graphen und Carbon bietet das höchste Performance-Level-Programm. Dadurch erhaltet ihr die perfekte Kombination von Performance und Leichtigkeit. Ich fahre den Ski in einer Länge von 1,63 m und einem Radius von 11,7 m. Wenn ihr wissen möchtet, welcher Skilänge für euch optimal ist, fragt euch einen Sport 2000 Händler. Aber jetzt genug geredet, wir gehen in den finalen Skitest. Wow, egal ob harte Pisten oder ein bisschen Buckel, der Ski geht da einfach ganz leicht durch. Nun heißt es Fazit zu ziehen. Der Head Super Shape Real Joy ist ein sehr harmonischer Ski. Er ist problemlos zum Fahren und wirklich ein variabler Lady Genusskafer. Auch im sportlichen Tempo verleiht er immer noch ein gewisses Maß an Sicherheit. Der Fahrcharakter ist sehr fehlerverzeihend. Der Ski ist sehr agil, auch in die Buckelheit. Der Ski ist sofort in die Kurven reingegangen. Deswegen kriegt er bei der Drehfreudigkeit eine 4 von 5. Der Ski eignet sich perfekt für moderates Karfen, das heißt gedriftet in die Kurven rein und geschnitten raus. Er lässt sich sehr präzise und dosiert steuern, deswegen kriegt er in der Kurvensteuerung eine 4,5 von 5. Aber bei hoher Geschwindigkeit habe ich ein brutales Vertrauen und Fahrfreude mit dem Ski gehabt, ohne dass er mich überfordert hat. Deswegen kriegt er bei der Laufruhe eine 4,5 von 5. Um die Bewertungen abschließend zum Kenner kommt nur der Kantengriff. Beim Kantengriff haben wir eine 4 von 5. Danke fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch jetzt noch interessiert, was der Nick getestet hat beim Head, bei dem sportlichen Männermodell, einfach beim Link reinklicken. Und ich sage Servus vom Pitztaler Gletscher.